Hallihallo und willkommen bei einem neuen Test, den ich machen möchte, und zwar Angry Birds Epic. Ich habe es schon ein paar Mal irgendwo gelesen, dass das doch eventuell mal eine interessante Möglichkeit wäre. Und aus diesem Grunde wollen wir es mal ausprobieren. Ich will mal eben ganz kurz schauen. Ich muss, glaube ich, auf jeden Fall den Ton noch ein bisschen leiser machen, während das Spiel noch lädt. Da mein Mikro ein bisschen rumspinnt momentan. Ihr habt es ja vielleicht schon bei Boom Beach gesehen, da war der Ton auch am Anfang recht leise, deswegen muss ich hier noch einen Ticken rum, und dann können wir auf jeden Fall direkt wieder ins Spiel. Ja, also worum geht es? Es ist kein normales Angry Birds, sondern mehr quasi so ein rundenbasiertes Kampfspiel. Ihr werdet es gleich sehen, es ist dann eigentlich relativ selbsterklärend. Ich muss jetzt erstmal eben gucken, ich habe eben nur zwei Level mal angetestet. Was jetzt hier genau passiert mit dem Ausrufezeichen, weiß ich noch nicht. Kann ich aber auch nicht anklicken. Oder doch, vielleicht das Ei. Ich bin der Einzige, der gefällt mir nicht auf Facebook angeben kann. Ah ja, gut. Mit dem Schnabel. So, melde dich mit dem Google-Account an und sammle alle Erfolge. Okay, können wir tun. Werde ich natürlich jetzt wieder ein bisschen überblenden gleich. Damit das nicht wieder zu irgendwelchen Problemen führt, mache ich einfach komplett ein dickes Bild drüber. Ja, bevor da wieder irgendwie Scheiße auftritt. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Wir hatten ja so einen kleinen Hackerangriff beim letzten Mal. Und das soll natürlich, wenn möglich, nicht nochmal auftreten. Wahrscheinlich verständlich. Logge nicht mit deinem Rovio-Account ein, um deinen Fortschritt für mehrere Geräte zu speichern. Nee. Ich denke, wenn wir es jetzt mit Google Plus verknüpft haben, reicht das. Und dann wollen wir mal schauen, was denn das Spiel so anbietet, sozusagen. Es ist, wie gesagt, rundenbasiert. Man kämpft mit seinem Mannequin hier gegen die Schweine. Und zwar, wie gesagt, wir müssen das gleich im Spiel quasi im Vorgang erklären, weil ansonsten ist das relativ kompliziert, beziehungsweise eigentlich ist es nicht kompliziert, das ist halt komisch zu erklären. Also wie gesagt, man hat einfach hier das Vögelchen und zieht dann die Linie auf das Schwein, dann jumpt der Vogel darüber, haut das Schwein vor der Fresse, dann ist in der nächsten Runde das Schwein wieder dran, greift zurück an, und ja, so geht es jetzt quasi hin und her. Ich weiß nicht genau, inwieweit man das, ob man das irgendwie beeinflussen kann, ich glaube es fast nicht, und ja, jetzt haben wir auch schon gewonnen. Und das Schwein besiegt das goldene Schwein. Das war, glaube ich, eine Special-Aufgabe für irgendwas. Und man kann hier halt immer so drehen. Und bekommt dann, ja, ein paar Münzen, beziehungsweise irgendwas halt bekommt man immer für umsonst. Wie bei mehreren anderen Spielen auch, wo man halt so ein Glücksrad drehen kann. Sei es Candy Crush Saga oder auch Simpsons. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, jetzt lädt es natürlich wieder ein bisschen. Das ist relativ langsam, weil ich aber gerade nebenbei über unseren Origin-Account FIFA runterlade für unser Orakel, weil Freddy nicht weiß, ob er beim nächsten Mal spielen kann. Heute tägliches Goldschwein Nummer 1. Ja, okay, morgen Nummer 2, okay. Jetzt können wir hier den nächsten Punkt holen. Südstrand, 3 Bananen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was mir das bringt. Ich kann hier auch nichts irgendwie einstellen. Also hier kann man nichts wirklich einstellen. Ich gehe einfach mal jetzt hier auf Kampf. Und gucke dann, was dabei rumkommt. Kämpfe sind rundenbasiert. Ja, das hatten wir ja schon. Oh, das ist aber ein dicker Brummer. Halten? Fragezeichen, was jetzt schon wieder? Kommt jetzt schon wieder... Ah, okay, so. Verursacht 26 Schaden. Das Ziel greift Red 3 Runden lang an. Ritter. Beschützen. Ziel erledigen. Erleidet 55% weniger Schaden. Dauert 2 Runden. Heldenhafter Schlag. Verursacht 115 Schaden beim Gegner mit den meisten Leben. Okay. Kann ich das jetzt benutzen, oder was? Nee. Scheinbar nicht. Bam. Jetzt hat er auf die Nase gekriegt. Schwein ist dran. Hat nichts gemacht. Achso, der macht jetzt wahrscheinlich... Der sammelt seine Energie jetzt gerade, oder wie ist das? Ah, und wir machen hier... Wir laden quasi unsere Chilischote auch auf. Ja, ich tippe doch. Ist doof. Was hat er jetzt? Ah, jetzt haben wir ein Schild quasi, okay. Das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Ich bin dran. Jetzt wieder mit ziehen, okay.
Dann, Schwein ist dran. Du bist dran. Okay, das klingt jetzt gerade irgendwie nicht so spannend, aber mal gucken, was hier gleich passiert, wenn die Chilischote aufgeladen ist. Tippen. Jetzt kriegen wir wieder ein Schild. Das heißt, irgendwann können wir immer Doppelklick machen und dann kriegen wir ein Schild. Und dann hat er uns aber trotzdem Schaden gegeben. Das ist komisch. Und zwar hat er uns eher sogar mehr Schaden gegeben, als wir eben hatten. So, Tipp. Chilischote da drauf ziehen. Okay. Ich bin dran. Bam! Jetzt kriegt er 115. Und dann ist er Fratze, der Kollege. Da hat es ihn zerrissen. Da, Kampf gewonnen. 3 Sterne. Ich weiß nicht, wie man hier vielleicht auch nicht Sterne kriegen kann. Was ist jetzt hier? Mal das Rädchen mal drehen und kriegen eine Schatzkiste. Kann ich aufmachen? Nein. Und Bananen. Ich weiß noch nicht ganz, wofür die Bananen irgendwie gut sind. Der hatte 3 Sterne, um mehr Beute zu machen. Okay. Hatten wir ja. Ich weiß auch nicht, wie man halt nicht 3 Sterne kriegen kann. Weil ich würde mir fast denken, irgendwie entweder man besiegt das Viech oder man besiegt es halt nicht. Weiß ich jetzt nicht so genau. Erhalte 3 Sterne. So, was haben wir jetzt? Hier ist irgendwie so eine Sequenz. Dann lassen wir das mal ein bisschen vorspulen. Die sieht man ja meistens bei Fraps eh nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt seht oder ob ihr jetzt ein schwarzes Bild seht. Kein Plan, auf jeden Fall haben sich die Viecher jetzt gerade hier oben in die Höhle verpieselt. Die Schweinchen. Und wir gehen dann mal zum nächsten Level. Südstrand. 3 Wassertropfen. Was heißt denn das mit diesen Wassertropfen? Keine Ahnung. Setze die Wutchili mit Bedacht ein. Okay. Bisschen Werbung natürlich hier. Ach, die können wir schließen. Ah, okay. Mit der Werbung haben wir nichts zu tun. Oh, jetzt haben wir ein großes Schwein und ein kleines Schwein. Ich weiß nicht, was jetzt eher mehr Sinn macht. Den großen kaputt zu hauen oder den kleinen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den großen. Oh, der Kleine hat uns mit dem Stöckchen gepiekst. Wie süß. Ach, der darf zweimal jetzt, oder was? Ah, müssen wir gucken, dass wir den großen vielleicht schon kaputt kriegen. Wie war das nochmal? Wenn ich Doppelklick mache, kriege ich dann Schild? Ne. Ne. Bam. 40, der Große ist jetzt schon fast kaputt. Der Kleine piekt uns immer nur so ein bisschen an. Das ist nicht schlimm. Aber jetzt haut uns der Große natürlich aufs Maul. Die Wutchili ist fertig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt den Luppi da fertig machen können. Ich hoffe, wir kriegen damit jetzt den Großen kaputt. Bam, ja, der ist Fratze. Und jetzt kann der Kleine, der dürfte uns doch eigentlich nicht viel können. Ah, guck, der kriegt's mit einem Schlag auf den Sack. Das war doch schon mal ganz erfolgreich, würde ich sagen. So, 26.100 Punkte. Und wir drehen am Rad und wir kriegen Wassertropfen, Banane und eine Kiste. Ich weiß nicht, was mir das noch momentan bringen soll. Um Infos zu Fähigkeiten zu erhalten, tippe und halte im Kampf einen Charakter. Okay. Ja gut, wahrscheinlich kommen natürlich jetzt auch noch mehrere Charaktere dabei und mehrere Figuren. Wahrscheinlich auch wieder die verschiedenen Vögel, die dann vielleicht verschiedene Sachen können. Schweineknast. Hier kann... Ah. Ritter. Angriff beschützen. Okay. Gucken wir uns das jetzt einfach nochmal an. Das mit dem Schützen. Ich weiß nicht, ob ich dann einfach drauf Doppelklick machen muss, wie eben. Erhalte 3 Sterne. Ja, das haben wir doch jetzt schon gesehen. So. Was ist denn das jetzt hier? Kann ich auch nichts anklicken? Ah, wenn ich Doppelklick mache, kriegt er den Schutz. Dann geht mir aber eine Runde verloren. Ah, okay. Patz, da ist er fertig mit der Welt. So, dann kommt jetzt wahrscheinlich der nächste, vermute ich. Ja. Das Problem ist ja gut, beziehungsweise Probleme nicht, die sind ja noch relativ easy hier. Und ich kann also Doppelklick machen, um mir Schutz zu holen. Das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Oh, jetzt kommen nochmal 3. Dann mache ich jetzt als erstes mal das hier. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ne. Ach, das ist auch ein Gegner. Okay, der kann aber nichts machen, weil er in seiner Kiste sitzt. Und der kommt mit seinem... Der piekst mich mit der Feder da. Ey, das ist natürlich jetzt hier eine... Ne, die kann ich jetzt nicht. Ich kann nur den oder was? Ne. Hä? Ja, ich kann nur den da oben angreifen. Ist der jetzt nicht kaputt? Doch. Ach, das ist jetzt mein Kollege. Mein Kollege, der Vogel. Der hilft mir jetzt. Und der hat die anderen beiden schon fertig gemacht. Alles klar, guck mal. Mit seinem Hexenhütchen hat er die besiegt, sozusagen. Drehe für Beute, ja komm.
Stein, Vogelkerne und was ist das für eine Kacke hier? Weiß ich nicht. Tippe einen Vogel an, damit er seine Unterstützungsfertigkeiten auf sich selber anwendet. Ah ja. Okay, das ist auch schon mal interessant zu wissen. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier weiter passiert. Jetzt kommen wir da aus der Höhle raus quasi, wo wir gerade ihn befreit haben. Und da oben ist der nächste Schweinebaron. Chuck, ein mächtiger Zauberer, der allen Gegnern gleichzeitig Schaden zufügen kann. So. Expediamus, würde ich sagen. Gegner, die das Ziel angreifen, allein 27 Schaden pro Angriff, Dauer 3 Runden, verursacht 20 Schaden bei allen Gegnern, sofort 5 Angriffe von zufälligen Vögeln aus. Okay, wollen wir mal gucken. Tippe einen Vogel an. Ja, gut, das hatten wir ja schon. Und dann geht's jetzt wohl weiter. Wenn jetzt natürlich, was ist jetzt mit ihm? Den können wir jetzt erstmal angreifen lassen auf den... Ah, klar, der haut die dann alle auf die Fresse. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist er dran und er kann hier schon mal den Zigeuner... Oder was ist das hier für ein Räuber oder was? Jetzt kann ich den nicht oder wie oder was? Hä? Ach, er schützt ihn jetzt. Ah, okay. Ich kann quasi dann mit dem den beschützen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Und jetzt kann ich wahrscheinlich mit ihm wieder angreifen. Und dann sind alle tot, oder was? Ah, fast. Bis auf ihn hier. Alles klar. Oh, FIFA 14 ist spielbereit. Klar, top. Bam. Tot. Und geschafft. Jawohl. Jawohl, da haben wir es. Kampf gewonnen. 47.400 blablab Punkte. Ich weiß nicht, was mir diese Sachen hier bringen. Ernsthaft. Naja, warten wir mal ab, das wird bestimmt noch irgendwann auftauchen. Bitte deine Freunde einmal täglich um kostenlose Freundschaftsessenzen. Wer sind denn wohl meine Freunde? Oder wo sind meine Freunde? Ich weiß nicht, wo meine Freunde sind. Das ist schlecht. So, bewerte bitte unser Spiel. Ja, komm, jetzt nicht. Was hat sich denn hier für ein Ei ins Nest gelegt? Ach, das sind die... Okay, die Sondersachen. Brauchen wir eigentlich nicht. Ach. Egal, hätten wir auch sofort zurückgehen können. Oder was bringt mir das jetzt hier? Schätze, Tränke, Schmiede. Ach, hier sind die Sachen, okay. Treibgut. Kobaltgestein, Steine. Die kann ich jetzt hier kaufen. Allerdings weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Schätze. Nee, das ist was, wo ich Geld ausgeben kann. Derzeit keine Angebote. Und Alchemie. Fiolen. Ich habe 8. Könnten wir die jetzt kaufen? Samen. Aber was bringen mir die Sachen denn? Rovio-Account, Facebook, Google Play. Ja, weiß ich jetzt nicht. Logge ich mit einem, das haben wir auch schon gelesen. Tja, ja, das weiß ich nicht. Ich sehe gerade, meine Clash of Clans Truppen sind jetzt auch wieder fertig. Dann kann ich gleich noch angreifen, obwohl ich habe eigentlich momentan gerade nichts, was ich machen müsste. Ja. Ja, mit seinem Ausrufezeichen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal eben bis zu ihm hier. Machen wir noch ein, zwei Sachen. Und dann gucke ich einfach mal, wie lange die Folge geworden ist. Vielleicht mache ich da einfach zwei raus oder so. Mal sehen. Oder einfach ein langes. Ich muss mal schauen. So. Jetzt können, ja, ich habe das auch jetzt verstanden. Halten. Ja, das habe ich doch schon gesehen eben. Was macht er jetzt mit ihm? Er hat ihn jetzt beschützt. Und jetzt kann ich mit ihm angreifen. Batz. Batz. Gibt's auf den Sack. Bam. Und noch einen. Ich will gleich mal hier unten von ihm hier diese Super-Chili-Angriffe haben. Minus 20. Okay, das mit dieser Zauber macht nicht so viel. Das bringt nur was, wenn man mehrere Gegner hat auf jeden Fall. Weil diese Angriffe machen ja minus 26 und der Zauber hat nur minus, was hat er gemacht? Minus 25, ne? Minus 20. Zwar bei allen Gegnern. Was ist mit ihm? Er ist betäubt? Okay. Dann muss er nochmal zaubern, aber der ist jetzt ja auch Fratze. Und jetzt sollte das doch funktioniert haben. 3 Sterne, ja, ich weiß halt nicht, wie man 1 Stern kriegen kann. Vielleicht, wenn ein Vogel stirbt oder so. Das wäre natürlich möglich. Jetzt haben wir wieder Gedöns bekommen. Hier Treibgut und Vogelkerne.
Wo die allerdings jetzt einzusetzen sind, hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, muss ich sagen. Wenn das jemand weiß, flamet nicht rum, schreibt es mir gescheit in die Kommentare, in einen gescheiten Tonfall. Dann kann man auch Sachen raus lernen aus den Kommentaren. Wenn da nur rumgepöbelt wird, bringt mir das nichts. Ich habe das Spiel wirklich eben erst runtergeladen. Also wenn da jetzt jemand schon der Mega-Experte drin ist, darf mir gerne in zivilisierten Tonfall sagen, was Sache ist. Toons TV, schaue tolle Filme im berühmten Kino der Schweineinsel. Okay, aber jetzt nicht. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Station. Und versuchen nochmal einen Angriff zu machen hier. Oh, schöne Frisur, der feine Herr Ritter. Halten, was ist mit ihm? Fieser Hinterhalt, wo so 3x7 Schaden. Passiv ignoriert, Schaden über 62. Okay. Was kann man denn jetzt nochmal hier? Also ich könnte Beschützen machen für ihn und ich könnte... Gegner, die das Ziel angreifen, erleben 27 Schaden pro Angriff. Okay, das kann ich auch jetzt. Aber der macht ja nur den Schaden. Wie kriege ich das denn hin? Oder Doppelklick? Ah, okay, das heißt, bei Doppelklick nimmt man immer den einen Schaden, nimmt man diesen Verteidigungszauber quasi. Jetzt hat er den natürlich nicht angegriffen. Jetzt müsste er doch mal da angreifen, damit er auf den Sack kriegt. Oder bin ich jetzt nochmal ran? Ne. Doch. Ich will jetzt mal ihn schützen. Bam, siehst du, jetzt kriegt er nämlich, egal wen er angreift, den Schaden. Und sobald er nochmal, jetzt, ach ne, er greift natürlich immer noch nicht an. Dann machen wir jetzt mal das nochmal. Und sobald er uns jetzt angreift, kriegt er 27 Schaden. Oh, jetzt klingt mein Handy, da muss ich mal eben wegdrücken. So. Und, ja komm. Ach, er ist dran. Reicht das wohl? Mit dem Gewitter? Ah, minus 20 war nicht so viel. Gut, dann mal gucken. Bam, Stufenaufstieg. Kampf gewonnen, 25.200 und natürlich auch 3 Sterne. So. Gut, fertig. Und wieder Ladevorgang. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ein Break für heute. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn wir das nochmal mit einer Runde weiterzocken sollen, dann kommentiert das mal oder gebt einen Daumen nach oben, wie gesagt. Dann machen wir da vielleicht nochmal ein paar mehr Folgen von. Ansonsten war das jetzt einfach mal nur ein Test, um das Spiel mal zu zeigen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum... Ja, ich gehe das mal eben hier noch weitermachen. Stufenaufstieg, blablub. Leben und Angriffskraft aller Vögel erhöht. Alles klar. Gut, das soll dann trotzdem jetzt fürs Erste reichen. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.